Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. Wir haben ja noch was zum Anhören. Bin mal gespannt. Dr. Ambrose, tell me about Adrena Time. What does it do? Hasn't Clarence already dumped a pile of promotional materials on your head? Where's the fun in that? My listeners want to hear it in your own words. It's an injectable drug that improves a patient's speed, awareness, mental acuity, and endurance. In moderation, Adrena Time will uplift the laboring classes by strengthening their minds and work ethic. That's quite the mission. What's driving this vision of uplift? I am a solutions-oriented woman. I see a problem, and I am moved to solve it. Poverty is one such problem. Through science, I believe we can improve the poor. And in so doing, improve Halcyon. Das ist aber doch schon ein bisschen weit hergeholt. Na gut, wenn du meinst. Das ist jetzt, glaube ich, der Auftritt, den wir freischalten müssen, oder? Der ist wohl schon freigeschaltet. Ah, warte mal. Wo ist denn die Karte? Ah, ne, ich dachte, wir wären jetzt... Warte mal, wo sind wir? Okay, die Waren... Spielerposition. Okay, wir sind hier in dem Aufzug. Okay. Ich dachte, es wäre vielleicht hier irgendwo, wo diese Absperrung war. Woanders hier hinkommen. Dann halt nicht. Ja, schauen wir doch mal, wo das hinführt. Wo mag das nur hinführen? Meinst du? Nö, nö, passt schon. Schalte mir hier außen rum. Dann ein Schnellreisesystem. Ich glaube, wir sollten auch tatsächlich. War da noch was? Ne, gesagt, da wäre noch. Ach, ich muss es ja doppelklicken, ne? Ja. Wo ist denn hier noch was? Da unten. Und da oben, ja genau, und hier kommen wir halt dann nicht hoch. Gut. In Ordnung. Gut, die hatten wir gerade noch gefunden. Sehr schön. Er hat noch nicht für Willen nochmal. Das hier jetzt auch alles gar nicht so schlecht aussieht.
Terminal Funkturm ist da hinten. Das ist halt einfach nur ein abgestürztes Schiff. Ja, okay. Ein lahmer Fels. Das ist wirklich etwas lahm. Ah. Lahmer Fels. Okay. In Ordnung. I see what you did there. So, können wir uns hier noch ein bisschen was gönnen? Wir müssen mal gucken, was es für den Teil an Geld gibt. Ich glaube, dann haben wir euch soweit erledigt, lieben Plünderer. Oder ihr euch hört schon selber. So wie das aussieht. Ah, das Lager scheint ziemlich durch zu sein. Ah. An Captain, Baggage und Crew von einem Freund. Vorsicht, zerbrechlich. Okay. Vielleicht treffen wir die noch irgendwo. Können wir noch weiter plündern? Jawohl. Das hat Munition, das ist. Das wird kein Thema mehr sein. Zum Glück. Hab hier gerade was gehört? Ich glaube, nur ein bisschen Kleinvieh. Ich frage mich halt auch, wie sinnvoll es ist, hier unten jetzt weiterzulaufen. Folks used to live here. Folks just like us, Captain. See, this is why I prefer being a spacer. Hm. So, noch mehr davon. Bebebeil. Ja, dann kommt ihr mal hier soweit. Das geht tatsächlich auf. Vielleicht haben wir auch Glück, wir finden den Spread, dem halt das Ganze, die Bar gehört. Ja komm, Texturen. Schön nachladen. Hier wird wahrscheinlich erstmal nichts mehr sein, aber trotzdem können wir mal gucken. Also ich meine nichts Questrelevantes. Okay. Das hat ein wenig weggesprengt, so wie es aussieht. Das ist nur ein Mülleimer.
you! Found you! I see it scream for me! Find them! So, kriegt ihr es gebacken? Hier kriegst du es echt gebacken. Come back! Ja, geht, glaube ich. Einmal kurz heilen, dann ist wieder okay. Danke, danke. Gut, die nächste Papillon. Gut, wahrscheinlich können wir einfach hier unten rumlaufen. Um dann da hinten hinzukommen. Das ist nicht so den vertrauenserweckenden Eindruck. Auch hier schätze ich, kommen wir nochmal wegen einer Quest hin, müssen das dann umstecken. Das Arbeiterdomizil. Langwaffen. Ah, das wäre natürlich besser. Das, was ich habe. Es ist ja wieder so viel neues Zeug. Auf dem Magazin müssen wir halt noch draufpacken. Aber ja, 35, 27, wir tauschen es mal aus. Leben wir vielleicht auch gar keine so schlechte Idee. Halten wir mal kurz. So, du schießt ja glaube ich auch ein paar Kugeln auf einmal, deswegen können wir dich ja auch mal wegkicken. Jop, das wäre ein deutliches Upgrade und der Rest kommt dann einfach mal weg. Losknacken plus, überzeugen, das war schlechter. Achso, zu Schrotz hinzufügen, nicht zerlegen. Tarnungsfähigkeiten. Ich glaube, ich bleibe tatsächlich bei der. Nahkampf nicht. Deckfertigkeit, Entschlossenheit. Nett, aber ja. Okay. Ich muss, glaube ich, echt mal irgendwann diese ganze Dreamer Time weghauen.
So, die Halskette ist ja auch nicht verkehrt. Ansonsten Konzern, Muni. Gar nicht mal so schlecht, was wir gefunden haben. Da wäre eine offene Tür. Es gibt so viel zu erkunden. Möchte ich mich da einmal kurz gütlich dran tun? Hier relativ schnell erledigt, so wie das aussieht. Granatwerfer. Ich glaube, von euch hat keine Granatwerfer, oder? So wie das aussieht. Will ich Pavati mal die Dings geben? Nee. Ellie, was hast du? Ist auch eine Handfeuerwaffe. Ich glaube, dann belassen wir das mal so. Ich glaube, da hoch kommen wir aber erstmal nicht, ne? Zumindest nicht von hier aus. Okay. Die Plünderer hier werden auch zerlegt. Was habt ihr denn da gelassen? Scheinbar waren die gar nicht mehr so zufrieden mit Spacer's Choice, wenn ich mir das mal so anschaue. Oder haben wir generell verwüstet. Das kann natürlich auch sein. Hier ihre Lager aufgelegt oder aufgebaut. Aber ist ganz gut, da können wir noch ein bisschen was plündern. Hm? Bin mal gespannt, was uns hier noch erwartet. Ja, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Jetzt sind wir wieder hier unten, ne? Ja. Okay. War dann vielleicht gar nicht so schlecht. Falls sollten hier mehr als genug Verkaufsautomaten unterwegs warten. Was gibt's hier Schönes? You don't much like me, huh, Dr. Ellie? It's nothing personal. I'm just not the touchy-feely type. It's just you seem fine with the others. Did I do something to make you unhappy with me? You gotta stop taking things so personal. You're setting yourself up for a letdown. Ja, das stimmt allerdings. Bisschen Munition. Aber sonst erstmal nix. Da werden halt noch ein paar Plünderer. Ach komm.
bist im Weg. Bevor ich dahin gehe, will ich erstmal gucken, was hier Schönes noch wartet. Das sieht ja auch noch ganz ansprechend aus. Geheimes Versteck. Cool. Halt, nur Mitglieder der Geheimgesellschaft Wackerer Wissenschaftsgehilfen dürfen diese Schwelle übertreten. Um Zugriff zu dieser heiligen Stätte zu erlangen, musst du den Beweis stellen, dass du ein wahrer und würdiger Fan des unverwechselbaren, unerwägbaren, unnachahmlichen Spitzenkammerjägers Archibald Excelsior bist. Interessiert? Finde uns an den folgenden Orten und demonstriere dein Wissen. Bei Excelsiors zagenhaftem Schnurrbart, Orris Walton, ZSM Oratorium, Virtual Sharp, Mien von Gorgon, Birdie Sharp, VFK Wartungseingang und Justens Kim Abfallverwertungskluft. Okay. Dialog zwischen Toten. Danke für dein Vertrauen in Ginzi. Genau, freudige Erinnerung, blablabla. Alles klar. An jenen, die nach uns kamen. Oh. Gorgon ist den Bach untergegangen. Und es ist keine Besserung in Aussicht. Die Geheimgesellschaft Wackerer Wissenschaftsgehilfen macht sich also vom Acker, solange es noch Shuttles gibt, und wir lassen unsere PBK-Nachbildung zurück. Ich kann nicht behaupten, dass wir es so geplant hatten, nicht nach all der Arbeit, die dorthin eingeflossen ist, doch es ist, was unser furchtloser Anführer, der unverwechselbare Archibald Excelsior, von uns gewollt hätte. Da du das hier liest, musst du wohl ein Schrottsammler sein. Das erfordert Mut, Tatkraft und ein kleines bisschen schiere, unverfälschte Dummheit. Eben jene Eigenschaften, die Archibald stets angepriesen hat. Wäre ein würdiger, unseren PBK zu schwingen, den besten und einzigen Pestbekämpfungsknüppel in ganz Helltieren. Wenn du ihn haben möchtest, soll er dir gehören. Alles, was du dafür tun musst, ist zu beweisen, dass du ein wahrer Fan von Archibald Excelsior, Spitzenkammerjäger, bist. Möge das Gesetz dich schützen und viel Glück. Bei Excelsiors Excelsiors sagenhaftem Schnurrbart, Maurice. Okay, das heißt, wenn wir die Sachen gelöst haben, können wir dann wahrscheinlich da rein. Wo wäre das denn alles? So, Gorgonminen haben wir dann. Verwaltungsgebäude. Da wäre noch was. Ansonsten, da unten, da kommen wir noch hin. Da oben kommen wir auch noch hin, hoffe ich. Gut. Aber ja, wenn wir gerade schon mal da sind... Schauen wir doch mal. Da müssen wir aber irgendwie hier hoch. Wahrscheinlich da durch. Kann das sein? Dann wieder zurück. Hier sieht das gerade alles ein bisschen zu gleich aus.
dass ich mich hier nicht mehr so ganz gut zurechtfinde. Okay. Nichts mit hochklettern. Obwohl, hier waren wir halt auch noch nicht. So viel Zeug, wie hier noch rumliegt. Hier könnte es allerdings hochgehen. Ja, das sieht gut aus. Der Weg, aber im Großen und Ganzen passt's ja. I ain't think we're welcome here, Captain. Is it weird that all these traps just make me want to see what they're hiding? Ja, genau, das ist es. Oh, hier ist einiges. Hey, noch so ein Hut. So, Muni, Muni, Muni. Hier ist aber nichts mehr zu machen. Das ist, glaube ich, genau das gleiche Brett. Wie bei den Wiesen der Ambrose. In der, im Büro oder im Schlafzimmer war es ja, glaube ich. Nee, das war im Hotel. Wurst? Okay, dann hören wir uns das mal noch an. We call them marauders. Like they have some kind of group identity. They don't. The name was coined in Edgewater, I think. One of the towns first hit by the Adrenatime crisis. A lonely spacer's choice outpost on the edge of a barren sea. A prime place for the company to test a disastrous new product. When the town started fraying at the edges, hardly anyone else in the colony noticed. Just like Lucien planned. I read the reports. Every missing person. Every unexpected death. A town already teetering on the edge, and Adrenatime shoved it off a cliff. Okay, weiter geht's. When does a man become marauder? People talk about them as if they've transformed, like they've mutated. I see it in the Aetherwave broadcasts, read it in the papers. But beneath their masks, they're only people. Dangerous people, with a terrible illness, but people still. When we call a man a marauder, have we given up on him? How do we know when he's become one? How can you decide to give up on someone? Have I given up on Harvey? Who does this suffering serve, I wonder? Spacer's choice? Naja, wem denn sonst? Komische Reflexion da drin. Aber gut, dann ja, würde ich mal sagen, schauen wir uns hier das nächste Mal noch ein bisschen weiter um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.